Ja, Mike Tullberg, große Erwartungen ins Spiel gegangen und du hast im Vorfeld gesagt, wir wollen genießen und möglichst das Maximum rausholen. Ich nehme an, beides hat heute nicht funktioniert, auch nicht das Genießen, oder? Woran hat es heute gelegen? Es hat daran gelegen, dass wir die ersten 20 Minuten kontrolliert haben und irgendwie dann ein Gefühl hatte, glaube ich, hatte ich auch schon vom Standard außen ein Gefühl und hat auch versucht, das Jungs so zu formulieren, die sollen mal wach werden, weil Stuttgart hat nur auf Konzer gespielt und haben darauf gewartet, dass wir Fehler machen. Und der erste Fehler entsteht dann beim Standard, weil wir 11 Leute haben, dann nur zugucken. Ja, und dann kommen wir in eine Situation, wo wir dann so in den Rückstand gehen und müssen dann ein Tor jagen. Und das wurde viel zu wild, fand ich. Ja, das 2-0, doofe Ballverlust, wenige laufen zurück, keiner verzeigt den zweiten Ball. Dann haben wir uns ein bisschen gefangen, aber eher über individuelle Qualität dann vom Halbzeit. Und dann in der Halbzeit habe ich ein paar Sachen angesprochen, hat gesagt, jetzt müssen wir unser wahres Sigma zeigen. Zeigen, dass wir gegen Widerstände auch klarkommen können. Und dann, finde ich, haben die Jungs 30 Minuten hervorragend gespielt. Wir müssen da das Spiel komplett drehen. Wir müssen nicht nur ein Tor machen, sondern vielleicht zwei oder drei. Latte, Pfosten, alleine 5 Meter vom Tor schießt drüber. Ja, und dann am Ende bekommen wir dann so ein Ding rein, wo der Schiri dann 11 Meter gibt, auch wenn es doof vorher von Namdi ist. Aber ich meine, der geht mit Schulter gegen Schulter. Und in der ersten Halbzeit wird Julian von hinten weggeschubst und das wird nicht gepfiffen. Aber ist trotzdem so, wenn wir unser Ding vorne gemacht hatten, in zweiter Halbzeit, dann hatten wir gar nicht darüber gesprochen. Und wir haben leider den Gegner, wenn man mal alles zusammenrechnet, 30, 40 Minuten eingeladen, so ein Spiel zu gewinnen. Aber ich habe auch den Jungs gesagt, der Gegner hat gewonnen wegen uns, nicht weil die selber ein hervorragendes Spiel gemacht haben. Und das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich gratuliere den Gegner, so einen Pokalsieg. Die haben eine tolle Pokalsaison gespielt. Aber wenn wir über 90 Minuten das gespielt hatten, was wir die erste 30 in zweiter Halbzeit gespielt haben und die erste 20, dann hatten wir auch gewonnen. Können Sie sich erklären, dass eben die Mannschaft das eben nicht gezeigt hat? Sie haben auch im Vorfeld gesagt, es wird vor allem darauf ankommen, das eigene Tor zu verteidigen, gerade bei diesen beiden Mannschaften, die sehr ähnlich gestrickt sind. Ist die Botschaft einfach nicht richtig angekommen oder konnten die Jungs das einfach nicht so umsetzen, wie sie sich das vorgestellt haben? Scheint das so sein. Am Endeffekt haben wir dadurch verloren, dass wir nicht bereit waren, die Phasen, wo wir nicht so gut drauf waren, das Tor zu verteidigen. Aber auch durch doofe Ballverluste, fand ich. Und dann muss ich auch sagen, dass wir uns so stark gemacht haben. Wir reden ja über eine tolle Truppe, tolle Spieler. Ich habe die Jungs gesagt letzten Sommer, dass wir wollen es schaffen, dass man über den spricht. Jetzt wird über den gesprochen, weil wir viele oben hatten, da einen 23. Ich habe heute zu viel gesehen, dass da einander alleine gespielt haben und nicht mit der Mannschaft. Und das hat mir gar nicht gefallen. Das ist unser Auftrag, das ist das, was wir wollen, Spieler nach oben bringen. Aber dann muss man es auch hinbekommen, wenn man dann zusammenspielt, wieder in die U19 als Mannschaft zu spielen. Und das war nicht über 90 Minuten der Fall. Und jetzt habe ich eine Woche, das nochmal hinzubekommen, dass wir als Mannschaft auftreten. Das ist das, was wir können. Das ist das, was uns stark gemacht haben. Da finde ich jetzt letzte paar Spiele, dass ich ein paar Situationen gesehen habe, was mir nicht so gut gefallen hat. Sie haben die defensive Probleme in der ersten Halbzeit schon angesprochen. Haben wir erst mit Viererkette gespielt, später dann mit Dreierkette. Wie wichtig war da die Umstellung und was heißt das womöglich dann auch für das Spiel gegen Berlin? Ja, im Endeffekt haben wir erst so richtig in der Halbzeit umgestellt. Nachher finde ich auch richtig umgestellt. Wir kriegen ja Druck auf den Gegner. Druck auf der Gegner ist das Tor. Muss das Spiel da auch drehen. Schaffen wir nicht. Ja, und im Endeffekt kriegst du dann das 3-1 rein. Dann ist das Spiel dann auch gelaufen. Was sind Sie positiv mit von heute? Das ist Kurs nach Spiel und blöde Frage, finde ich. Das, was ich hoffe, ist, dass die Jungs davon was lernen, dass die was mitnehmen, nicht nur für nächste Wochenende, sondern auch für ihr Lebenslauf. Und wenn die im Herrenbereich jetzt da und da jetzt oder in ein Jahr spätestens reingehen, hoffentlich. Und den Teamgeist, den Sie angesprochen haben, wie wollen Sie den jetzt wecken in den Verbleiben, in eine Woche, die Sie haben oder etwas mehr? Ja, ich gehe ja einfach nur darum, die Jungs darauf zu erinnern, was wir gut können. Und das ist alles auch nicht so einfach. Also das ist schon ein Unterschied, ob man in der Bundesliga spielt oder in U19 oder man in der dritten Liga spielt oder in U19, weil der Fußball ist einfach ganz anders. Aber man muss es wenigstens hinbekommen, zu verstehen, dass es eine gemeinsame Mannschaft, also dass eine Mannschaft-Performance ist und alle, die da jetzt einmal oben waren, die waren ja auch da, weil es eine Mannschaft funktioniert hat, nicht weil sie alle alleine auseinandergenommen haben. Und das müssen die Jungs verstehen, dass alleine werden wir nichts schaffen, sondern wir müssen als Mannschaft wieder spielen. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich auch gute Dinger, dass wir dann nächste Wochenende vielleicht am Pokal hoben können. Danke.